Normalerweise gibt es ein hartes Duell zwischen den News-Kanälen CNN und Fox News. Allerdings an den Frontlinien in der Ukraine helfen alle Reporter zusammen. Dafür gibt es ein jüngstes Beispiel. Die CNN-Star-Reporterin Clarissa Ward hat aktiv mitgeholfen, zwei getötete Kollegen von Fox News ausfindig zu machen in Krankenhäusern in Kiew. Mitte des Monats sind zwei Fox News Mitarbeiter getötet worden bei einem Angriff russischer Streitkräfte. Dabei kam ums Leben der Kameramann des Teams, wie auch eine ukrainische Journalistin, die als Assistentin gearbeitet hat für Fox News. Der Reporter Benjamin Hall wurde schwer verletzt bei diesem Angriff auf das Auto. Jetzt gibt es Berichte, wie CNN und andere Kollegen auch von Sky News und von NBC hier stundenlang telefoniert haben mit Krankenhäusern und mit Leichenbestattungsunternehmen in Kiew, um die Toten ausfindig zu machen. Das ist am Ende dann geglückt. Sie konnten gefunden werden und rückerstattet werden an ihre Angehörigen. Benjamin Hall selbst, der schwerverletzte Fox News-Korrespondent, wurde zurückgeflogen in die USA. Er musste sich mehreren Operationen unterziehen lassen in einem Militärkrankenhaus in Texas.